Donnerstagmorgen 5.30 Uhr. Das sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die ihren Dienst bei der Gemeinde Barleben um 6 Uhr in der Früh beginnen. Doch heute haben sie Gelegenheit, sich vorher einem Schnelltest zu unterziehen, ob sie womöglich mit dem Coronavirus infiziert sind. Hans-Georg Fitztum, Facharzt für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, hat sich vorschriftsmäßig vor einer möglichen Ansteckung geschützt und den Testaufbau entsprechend vorbereitet. Wie man sieht, gibt es offensichtlich Angenehmeres, als den Nasenabstrich zu ertragen. Aber es dauert wirklich nur Sekunden und dann ist alles schon geschafft. Die Probe kommt in eine Entwicklerlösung und wird dann als Tropfen auf den Teststreifen gegeben. Es wird ein Abstrich aus dem hinteren Bereich des Nasenrachens genommen, das Ganze dann in eine Entwicklerlösung gebracht und dann ähnlich wie einem Schwangerschaftstest mit einem Ja-Nein-Ergebnis abgeglichen. Der Gemeinde stehen 70 Schnelltests zur Verfügung und die Teilnahme war selbstverständlich freiwillig. Aber der Andrang kurz vor Dienstbeginn dann doch erheblich. Diese Schnelltests sind nicht so sicher wie die PCR-Tests, die aber mindestens 24 Stunden brauchen, bis ein Ergebnis feststeht. Wir haben mit diesem Test keine hundertprozentige Sicherheit, sondern je nach Statistik sagt man etwa 97-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass also Antigene von dem Virus auch im Körper dann präsent sind. Maßgeblich wurde diese Testaktion in der Gemeindeverwaltung durch die Mitarbeiterinnen vorangetrieben, die für die Kinderbetreuung verantwortlich sind. Denn hier herrscht auch eine potenzielle Ansteckungsgefahr, auch wenn bis jetzt hier noch kein positives Ergebnis vorlag. In der Testung selber habe ich glücklicherweise auch noch keinen positiven gehabt. In meinem Praxisalltag hatte ich bisher 2. Am Ende hatten sich 54 Gemeindebeschäftigte testen lassen und alle Testergebnisse waren negativ. Setzen wir alle unsere Bemühungen so fort, dass es auch dabei bleibt.